Menschen mit Thalassämie sind halt chronisch schwer blutarm und das führt zu Müdigkeit, Erschöpfung, Kurzatmigkeit, Blässe. Wir sind ja auch infektanfällig. Es konnte durchaus sein, dass ein kleiner Infekt ausgeartet ist zu etwas Größerem. Bis in die 1960er Jahre sind ganz viele von diesen Patienten in den ersten Lebensjahren verstorben. Leider ist es immer noch so, dass ein Großteil der jetzt erwachsenen Thalassämie-Patienten unter Hormonstörungen leiden. Das ist eine Erkrankung, die üblicherweise im Laufe des ersten Lebensjahres, meist im Alter von 4 bis 6 Monaten, manifest wird, sagt man, also sozusagen ihre ersten Zeichen zeigt. Und das sind bei diesen Kindern eben eine Blutarmut, der Beginn von der Vergrößerung lebenswichtiger Organe wie Leber und Milz, eine Wachstumsstörung und dann auch beginnend schon Knochenverformungen, wenn man denn nicht rechtzeitig dagegen steuert. Unbehandelt entwickeln sich schwere Knochenverformungen. Diese Kinder haben eine große Infektneigung, sind schwach, können sich nicht altersentsprechend entwickeln. Ich konnte keinen Kindergarten besuchen, sollte erst auch nicht eingeschult werden, weil ich halt noch so klein und unterentwickelt war und immer noch oft kränklich. Bin dann aber doch dann eingeschult worden auf Druck meiner Eltern. Und dann ging es, nachdem ich angefangen habe mit der Transfusionstherapie, in kleinen Schritten bergauf. Bei Jugendlichen beginnt es dann so, dass die vor allen Dingen in der Woche vor den Transfusionen bei so einem dreiwöchentlichen Abstand doch merken, dass sie wesentlich abgeschlagener sind, weniger leistungsfähig, weil dann der Hämoglobinwert schon wieder abfällt vor der nächsten Transfusion. Man kann nicht so viel machen wie andere. Also im Sportunterricht irgendwie die 400-Meter-Rennen oder im Schwimmunterricht auf Zeit schwimmen, lange Strecken joggen, solche Dinge sind einfach nicht möglich. Als Teenager vergleicht man sich ja eh und dann sieht man eben, andere sind schon weiter, auch in der körperlichen Entwicklung. Und da merkt man nochmal, dass man doch ein bisschen anders ist und nicht in einer positiven Art und Weise. Meine Energie reicht eben nicht, um einen vollen Arbeitstag und 8 Stunden und so weiter zu führen. Und ja, ich habe dann vor ein paar Jahren die Erwerbsunfähigkeitsrente beantragt und auch bekommen. Insbesondere vor den Transfusionen, wenn man wieder so blutarm ist, dann habe ich halt auch Knochenschmerzen und Kopfschmerzen und bin dann müde. Schlaf dann mehr als sonst. Dann ist natürlich auch, dass nicht jeder Tag gleich gut ist. Und manche Tage eben einfach nur auf Leerlauf geschaltet ist und man gar nicht so von der Couch hochkommt. Und es ist auch mit 47 nicht immer leicht, da den Mut nicht zu verlieren oder irgendwo zu denken, na, jetzt bin ich aber wirklich voller Zweifel oder das ist jetzt eine ganz neue Symptomatik oder ich kenne das noch nicht, was ist das, das macht mir jetzt Angst. Ist es was Schlimmes oder ist das jetzt vorübergehend oder das hatte ich noch nie in der Intensität. Das wird, glaube ich, ein Leben lang auch bleiben als chronisch Kranker. Es geht mehr um Skills. Darum lernen, damit umzugehen. Und in der Not sich auch Hilfe holen.